Neuer Monat, neues FAQ. Es ist wieder Zeit für eine weitere fröhliche Fragerunde und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute beantworte ich für euch insgesamt 15 Fragen, die ihr mir mit dem Hashtag FragMike gestellt habt. Denkt an das Google-Dokument in der Videobeschreibung, was die bereits gestellten Fragen angeht. Kleiner Tipp noch von mir, stellt mir Fragen zur derzeitigen Situation, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ich deine Frage mit reinnehme. Der Formel 1 Fan des Monats ist im Dezember der Emrik. Er hat mir folgendes zukommen lassen. 3 DVDs, nämlich One, Leben am Limit, Rush, Alles für den Sieg und Senna. Dazu kommt noch ein Formel 1 2019 Kalender und die Formel 1 2017 bis Formel 1 2019 Games für die Xbox. Anstatt eines Textes hat er mir 3 Audios zugeschickt, die leider nicht abspielbar waren. Von daher bevorzuge ich in Zukunft Texte. Dankeschön Emrik für die Bilder und wenn du auch mal Formel 1 Fan des Monats bei mir werden möchtest, dann schick mir 5 hochauflösende Bilder mit einem kleinen Text als Privatnachricht auf meinen Discord. Link dazu in der Videobeschreibung. Dann fangen wir mal mit der Fragenbeantwortung an. Frage 1, die kommt von Marcel160904. Hashtag fragt Mike, warum heißt die Formel 1 eigentlich Formel 1? Und meinst du, dass bald neue Teams der Formel 1 beitreten? Also, ich habe ein bisschen recherchiert und Folgendes herausgefunden. Die Formel 1 gehört zum Formelsport. Der Formelsport erhebt den Anspruch, die spezifischen Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit der teilnehmenden Rennwagen anhand von Formeln zu bestimmen. Diese Formeln bilden die Basis und Richtlinien des Formelsports. Die vorher festgeschriebenen Regelwerke werden in diese Formeln ausgedrückt und sind für alle Teams und Fahrer verbindlich. Was neue Teams angeht, glaube ich fest daran, dass wir in Zukunft neue sehen werden. Vielleicht ja schon 2021 und vielleicht sogar doch das Campos-Team. Wer mehr davon wissen möchte, guckt jetzt mal oben rechts. Frage 2, die kommt von Giancarlo. Hashtag FragMike. Alonso Comeback? Kurze Frage, kurze Antwort. Als Fahrer ab 2021 möglicherweise. Er sagte vor kurzem, dass er 2020 nur die Rallye Dakar und die Indy 500 bestreiten möchte und sich dann hinsetzt und über ein Formel 1 Comeback 2021 nachdenkt. Für McLaren wird er sicherlich nicht fahren. Aber irgendwas mit Renault habe ich gelesen. In der Zukunft wissen wir auf jeden Fall mehr. Zu Frage 3, die kommt von Manuela Markreiter. Hashtag fragt Mike, glaubst du, dass in den nächsten 10 Jahren ein Österreicher Weltmeister wird? Dann müssten wir erst einmal einen österreichischen Formel-1-Fahrer haben oder einen österreichischen Formel-2-Fahrer, der aufsteigen könnte oder einen österreichischen Formel-3-Fahrer, der aufsteigen könnte und so weiter. Aber Stand heute sieht es nicht so aus, als ob das in den nächsten 10 Jahren passieren wird. Frage 4, die kommt von nur ein normaler Mensch. Hashtag fragt Mike, was passiert, wenn ein Fahrer, warum auch immer, die Saison aufgeben muss, Verletzungen etc. Darf das Team den frei werdenden Sitz an jemand anderes vergeben oder hat das Team nur noch ein Auto? Ich finde, da ist das Beispiel Michael Schumacher genau passend. Als er sich 1999 in Silverstone das Schien- und Wadenbein brach und viele Rennen ausfiel, hat Ferrari den finnischen Test- und Ersatzfahrer Mika Salo sein Cockpit gegeben und dieser absolvierte die Grand Prix von Österreich, Deutschland, Ungarn, Belgien, Italien und Europa. Bei den letzten beiden Rennen in Malaysia und Japan saß der Kärntner wieder im Cockpit. Mika Salo holte in der Zeit, wo er in Schumachers Cockpit saß, insgesamt 10 Punkte, die auf sein und nicht auf Schumachers Konto gingen. Höhepunkt war Salos zweiter Platz hinter Teamkollege Eddie Irvine beim Großen Preis von Deutschland. Frage 5, die kommt von NoSeidNobby. Hashtag fragt Mike, wolltest du selber mal Rennfahrer werden? Ja, tatsächlich. Ich hatte, als ich noch ein Jugendlicher war, Träume, Rennfahrer zu werden. Aber natürlich spielte damals und auch heute das Geld eine entscheidende Rolle. Dann habe ich es mir anders überlegt. Frage 6, die kommt von Ace of Spades. Hashtag fragt Mike. Racing Point hat während der Trainings links und manchmal auch rechts neben der Airbox so einen aerodynamisch geformten Zylinder mit einer Art Linse oder vielleicht Kameraöffnung vorn. Wichtig, im Rennen ist es nicht mehr zu sehen. Weißt du, was das ist? In den freien Trainings benutzt Racing Point diese Teile, um die Reifentemperatur per Sensoren vorne als auch hinten zu messen. Für gewöhnlich machen alle anderen Teams das mit speziellen Reifentemperatursensoren, die am Frontflügel installiert und sehr klein sind. Im Qualifying und im Rennen ist es nicht erlaubt, diese Kameras am Racing Point zu haben, in den freien Trainings aber schon. Frage 7, die kommt von Nutella Glas. Hashtag fragt Mike, kennst du zufällig die Autogrammadresse von Charles Leclerc? Bin schon lange auf der Suche, habe aber nichts gefunden. Ich habe nur die gefunden, als er 2018 noch für Sauber fuhr. Tut mir leid, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Frage 8, die kommt von Georg Taxler. Hashtag fragt Mike, braucht man für F1 2019 eine Kupplung? Ich erkläre dir mal, wie ich das mache. Ich lege die Kupplung auf die Hochschaltwippe und halte sie gedrückt, solange die Ampeln rot sind. Sobald sie ausgehen, lasse ich die Schaltwippe los und das Rennen kann beginnen. Frage 9, die kommt von RAM 1999. Hashtag fragt Mike. Erstens, was denkst du, wie wird das Kräfteverhältnis zwischen den Teams ab 2021 ausgehen? Lässt sich schwer sagen, da wissen wir noch gar nichts darüber. Zweitens, könnte es durch die neuen Regeln ab 2021 auch zu einer neuen Ära eines Teams kommen? Könnte möglicherweise sein, da bin ich mir aber nicht sicher. Frage 10, die kommt von Alfie. Hashtag fragt Mike. Meinst du, jetzt wo Hockenheim weg ist, könnte vielleicht der Nürburgring mit der Grand Prix-Strecke wieder ein Comeback starten? Das wage ich zu bezweifeln, weil seit 2013 dort kein Grand Prix mehr ausgeht.
ausgetragen wurde. Es fehlt einfach ein Sponsor, der das alles bezahlt, und ich glaube kaum, dass es in Zukunft jemanden gibt, der das machen wird. Frage 11, die kommt von Malderan, by the way. Hashtag fragt Mike, denkst du, dass McLaren oder Williams in den nächsten Jahren auch mal wieder die großen Erfolge einfahren kann? Denkst du, dass Lotus wieder in die Formel 1 zurückkehren wird? McLaren ist ja sozusagen auf dem Weg nach oben, und ich habe auch keine Zweifel daran, dass sie irgendwann mal Dauergast auf dem Podium sein werden. Was Williams angeht, glaube ich weiter daran. Sie setzen ja jetzt auf die jüngere Generation, und ich denke auch, dass sie irgendwann da unten herauskommen. Lotus wurde 2015 für ein Pfund von Renault übernommen, also nein, sie kommen nicht zurück. Frage 12, die kommt von Luca Roos. Hashtag fragt Mike, fandest du 22 oder 20 Autos besser? Natürlich 22 Autos. Mehr Autos, gleich mehr Action auf der Strecke. Frage 13, die kommt von Nick der Baum. Hashtag fragt Mike, machst du nächstes Jahr auch ein neues Intro? Beste News über die Formel 1. Danke für das Kompliment. Dann müsst ihr Kagami fragen, weil er das Intro erstellt hat. Also ich persönlich hätte gerne die 2020er Version. Frage 14, die kommt von Valentino MotoGP. Der stellt gleich mehrere Fragen auf einmal. Hashtag fragt Mike, erstens, hätte Michael Schumacher länger bei Ferrari fahren können? Ich gehe mal davon aus, dass Michael vielleicht noch ein oder zwei Jahre bei Ferrari hätte fahren können. Er hat ja zum Italien Grand Prix 2006 seinen Rücktritt erklärt, und ich glaube, Ferrari hätte ihn noch lange im Team behalten, wenn er nicht von alleine gegangen wäre. Zweitens, wieso schauen die Formel 1 Autos fast jede Saison anders aus, in Klammern Lackierung und Co.? Da müsste ich raten, die Chefs der jeweiligen Teams wollen für die jeweilige neue Saison ein neues Design, was mit Sponsoren zu tun haben könnte. Bestes Beispiel wäre da der Haas VF19 und der Hauptsponsor Rich Energy in Goldschwarz. Drittens, welche Strecke möchtest du unbedingt wieder haben? PS, nicer YouTuber. Dankeschön fürs Kompliment. Eine Strecke, die mir immer gut gefallen hat, die ihr alle kennt. Ich rede vom alten Hockenheimring mit der Vollgasgeraden durch den Wald und den drei Schikanen. Das waren schöne Zeiten. Frage 15, die kommt vom Backgamer. Hashtag fragt Mike, was passiert eigentlich mit den beschädigten Frontflügeln? Bei der Frage musste ich ein bisschen recherchieren, aber ich habe eine Antwort auf Reddit gefunden. Wenn diese Teile kaputt gehen, werden sie in die Fabrik gebracht, überprüft, was schief lief, und es gibt dann drei Möglichkeiten. Entweder sie werden entsorgt, für weitere Zwecke aufgearbeitet oder als Erinnerungsstücke online oder auf Events weiterverkauft. So Community, ihr seid wieder an der Reihe. Bombardiert mich wieder mit Fragen für das nächste FAQ im Januar. Vergesst das Hashtag FragMike nicht und überprüft eure Fragen mit dem Fragendokument in der Videobeschreibung. Das war's mit der Fragerunde für den Monat Dezember. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder heute Abend ab 18 Uhr auf Twitch. Bis dahin, ciao.